Herzlich willkommen, Freunde, zu einer kleinen Motto-Kampfrunde. Wir sind noch bei Lebhafte Flügel. Und ja, es sieht an sich schon sehr interessant aus. Das Pinsir auch sehr schön. Obwohl ich auf Pinsir nie auf die Flügel geachtet habe, fällt mir jetzt so gerade auf, wenn ich spontan an das Thema denke. Was ich jetzt noch gerade anmerken möchte, am Ende des Videos werde ich noch anmerken, welches Motto das nächste Motto sein wird. Also bleibt dran, nach dem Kampf machst dann irgendwann einen Schnitt und dann gibt es dann noch die kurze Ankündigung zum nächsten Motto. So, okay, jetzt erstmal schön fokussieren. Wir haben dasselbe Team wie die ganze Zeit auch schon. Ich denke mal, das kann man auch so erstmal im Raum stehen lassen. Ich würde sagen, ich tue einfach mit Dummies öffnen. Das sollte irgendwie funktionieren, denke ich. So, mein Dummiesel. Maskeregen. Irgendwie habe ich damit gerechnet. Aber Klebenetz ist an sich ja nicht so praktisch. Wenn die hauptsächlichen Teilnehmer Flug-Pokémon sind. So, Giftblick. Eigentlich hätten man, wo mir jetzt so gerade einfällt, ja, ich weiß nicht, irgendwie hätte man, glaube ich, Tarnspeine oder so, müsste man eigentlich für diesen Modus sperren, weil hauptsächlich Flug-Pokémon ja da rankommen und das irgendwie so ein bisschen fies auch gegenüber diesen ist. So. Klebenetz. Ja, er wirft Klebenetz aus. Es gefährdet. Okay, es gefährdet hier mehr Pokémon als bei anderen Sachen, aber gut. Kann ich noch mitleben. Vor allem die beiden, also Chadrago und hier Dummiesel, legen jetzt keinen Wert auf gute Initiative. So, ich weiß nicht, kann ich dich paraflinchen? Reicht meine Initiative dafür? Bams. Rote Karte. Ah. Warum auch nicht? Das wär's jetzt. Schreck zurück. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Und jeder meiner Attacken ist sehr effektiv hier. Das ist noch bitterer. Noch schlimmer für ihn. So. Ich habe gar nicht dran drauf geachtet, was für Pokémon er hat, aber jetzt ein Boden-Pokémon hat, was jetzt hier noch reingehen kann, was das tanken könnte. Ah, shit, jetzt habe ich wieder zu schnell getippt und nicht gedacht. Ah, einfach mal den Ladestrahl. Zap. Das reicht nicht für den Kill, aber für den Boost. Ich hoffe, jetzt kommt nicht als Falter rein. Ja, kann er machen, aber ich würde sagen, durch die Paralyse sind wir dennoch im Vorteil. Was die Geschwindigkeit angeht. Ja. Wir kriegen noch einen Boost. Denn Klebenetz wirkt auf Zapdos nicht. Zapdos hat keinen Bodenkontakt. So. Meine Güte, das Zapdos ist so alt. Ja. Und ich habe keinen Plan mehr, was die Werte eigentlich sagen. Ich spiele das immer nach Gefühl. Da will ich jetzt mal ganz kurz mal doch mal drauf gucken. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es immer nach Gefühl gespielt. Hackattack trägt es hier für das. Boah, bisschen Geschwindigkeit, bisschen Angriff. Wir haben jetzt zwei Boosts. Das heißt also, mit Windschnitt könnten wir, trotz dass dieser Schaden relativ schwach ist insgesamt, ja, mit 60 Base. Ja, plus Hackattack plus Step können wir da doch ordentlich was ausrichten, weil Elektroattacken haben keine Wirkung und Hitzewelle ist ja auch für den Hintern. Oh, Z-Move. Das ist Stein. Höchstwahrscheinlich. Apokalyptische Steinpresse. Autsch. Das halten wir definitiv nicht durch. Ich sollte wirklich mal mit mehr Z-Moves arbeiten.
Ich weiß nicht, ich meide momentan irgendwie noch diese ganzen Z-Moves und so. So, warte mal, wer hat jetzt hier... Du hast... Stimmt, du bist mehr speziell defensiv. Aber Bashar Drago geben wir uns halt die Blöße, die Schwäche zu haben. Deswegen holen wir dich einfach rein und machen wieder einen Giftblick. Auch wenn wir jetzt ins Klebenetz treten. So, Giftblick. Meine Libelle. Das Pokémon hat sehr viel Initiative. Kann auf jeden Fall kein Wahl-Item haben. Und die Kamera zoomt auf mein Pokémon, aber er ist zu weit oben. Ruft zurück, okay. Pixie. Okay, du hast halt dieses Schild. Und kannst dich halt boosten. Aber das funktioniert nicht hier, dass wir es rauswerfen. Das ist halt ein Problem für mich. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich schicke dich rein. Versuchen wir's. Los, Omot. Klebenetz. Obwohl du am Fliegen bist. Das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Okay. Ein eigenes Paralyse-Pokémon. So, ich versuch's einfach mal mit Falterreigen. Ja, so, da sein Pimos. Okay, drin bleiben, Treffer kassieren, wechseln, eventuell was kassieren. Mit 90 und das macht er auch 90. Ich bleib bei Käfer gebrummen. Gedankengut, das war irgendwie zu erwarten. Ist nämlich das Kraftvorrat Pokémon. Oh, wow. Fast der One-Shot. Aber auch nur fast. Machen wir nochmal Käfergeburt hinterher. Wenn du jetzt keinen wirklichen Move hast, dann sieht das nicht gut aus. Vorrat. Das ist nicht so viel Schaden, was du bringst. Wir sind leider schwächer. Das ist leider der Nachteil. Aber er hat eigentlich nicht so viele Stats, deswegen. Die Frage ist halt, wird er was haben, um dem jetzt entgegenzusetzen? Klebenetz. Ja, das Klebenetz macht mir Probleme. Ich habe einfach zu wenig Pokémon, die wirklich fliegen. Sonst wäre das hier wirklich vorm Nachteil. Mega, das ist auf jeden Fall wichtig. Und ich setze mal auf die Psychoklinge. Einfach auf die Psychoklinge mal setzen. Luftschnitt. Okay. Boah. Den Burst habe ich jetzt nicht gerechnet. Na gut. Na gut. Ich habe nur noch dich als Alternative, um da jetzt gegen zu steuern. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir das da ein bisschen unter Kontrolle kriegen, aber dass der Burst halt so hoch ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir können jetzt aber nicht die Mega-Werte einsehen, oder? 80. Dann
Kraftvorrat. Okay, ich verstehe gerade nicht, wie der Move so stark sein kann. Wenn doch Kraftvorrat nur 20 Punkte pro Boost gibt. Deswegen verstehe ich gerade nicht, warum das so stark ist. Es ist nur einmal Kraftvorrat gefallen. Klar, er hat seinen Spezialangriff erhöht und so, aber es sind, wenn ich mich nicht irre, 60 Base-Schaden, die er da hat. Pinke Gefahr. 60 Base-Schaden. Vielleicht kann ich mit Lavados noch was anfangen. Auch wenn es nicht viel ist, was wir jetzt noch übrig haben. Ja, Klebenetz. Nichts Neues. Das tut dir aber ordentlich weh. Rauhaut. Und Beulenhelm. Das heißt, er holt halt Pixie ins Rennen. Beziehungsweise Libeldra eventuell. Sieht auf jeden Fall schlecht aus. Dieses Mal. Meine Libelle. Jupp. Wir haben eigentlich kein Pokémon, was wir jetzt reinschicken können, um ihm gerecht werden zu können. Ich versuche jetzt, Versuche ich Giftblick und dann anzugreifen? Oder greife ich direkt an? Ich glaube eh, dass wir keinen Treffer durchhalten. Drachenklaue. Oder halten wir durch? Wow. Rauhaut einen Beulenhelm gibt es jetzt und eine Drachenklaue zurück, aber Schadrau ist jetzt nicht mein Angreifer, sondern das ist eher mein Tank. Und reicht das? Oh, es reicht. Sehr schön. Shadrago hat den Trade sogar gewonnen. Frag mich, warum er nicht Pixie reingeschickt hat. Pinsir. Okay, Giftblick. Rückkehr. Oh, das ist mega stark. Aber es gibt halt dennoch was zurück. So ist es halt nicht. Okay, es gibt noch eine einzige Möglichkeit, wie wir hier halbwegs sauber noch was rausschlagen können. Und das ist hier Dummiesel. Dass Dummiesel irgendwie den Schlag wegtankt, dass den Gegner paralysiert und wir dann nochmal irgendwie durchschlagen können. Irgendwie. Nahkampf. Ich sag ja. Irgendwie. Hätten wir die Paralyse drauf bekommen, hätten wir höhere Wahrscheinlichkeit gehabt auf den Erstschlag. Ich weiß nämlich nicht, ob diese Initiative reichen wird. Es ist, je nachdem, wie er seinen Pokémon ausgelegt hat, kann es reichen, kann es auch nicht reichen. Aber ich schätze eher, dass sein Pokémon schneller sein wird und wir jetzt hier den kürzeren ziehen. Ich gehe trotzdem auf Antikraft und hoffe fürs Beste. Aber nein, das funktioniert nicht. Da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht über ein Team. Aber ich muss nebenbei anmerken, was jetzt die Flügel, was das Flügelmotto angeht, jetzt nicht auf sein Motto selbst bezogen, sondern auf die Taktik hin. Hätte ich jetzt mehr, oder hätte man so alter, so nach dem Motto gedacht, ja, hätte man wirklich Klebenetz benutzt. Ich sag mal so, es hat hier sehr wenig beigetragen für den Kampf. Denn die Pokémon, die hauptsächlich betroffen wurden, waren halt die Pokémon, die selbst schon langsam waren. Ja.
Deswegen, ich zweifle so bei einem Flugmotto die Anwendung von Klebenetz so ein bisschen an. Weil ich weiß nicht, das ist einfach. Ja, man hat Pokémon, die dem sowieso ausweichen und sehr viele sogar im gegnerischen Team. Und ja, dementsprechend. Aber gut. Ich muss sagen, auf jeden Fall hast du dir gut Gedanken gemacht. Hast das Motto stark umgesetzt. Also nicht so, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich habe einfach gedacht, okay, nimmst du das Flug-Pokémon, das hat auch ein paar Flügel. Gucken wir mal, wie das so harmoniert. Sonst, ja. Ich glaube aber, ich hätte ein Pokémon, ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher, welches. Ich habe irgendwie den Kampf nicht mehr so ganz im Hinterkopf, obwohl er gerade nicht mal eine Minute her ist. Ein Pokémon hätte ich, glaube ich, halbwegs retten können, aber das hätte gegen den Pinsir jetzt am Ende auch nicht in Trade eingehen können. Naja, auf jeden Fall gut nachgedacht und ich verabschiede mich schon mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, ich tue hier gleich nochmal einen Schnitt setzen und das nächste Motto ankündigen. Also, bis dahin. Okay, meine Freunde, das nächste Motto wird mit einem kleinen Minispiel beginnen und der Kampf wird auch auf diesem Minispiel aufbauen. Diesbezüglich werde ich aber noch keine Informationen vorab geben, damit man sich nicht allzu sehr darauf vorbereiten kann, sondern das soll so einen kleinen Überraschungseffekt haben. Es sei mal so viel gesagt, ihr müsst die Möglichkeit haben, ein Bild von eurem 3DS machen zu können und mir das schicken zu können. Und ihr müsst für diesen Prozess eine Stunde ungefähr Zeit einplanen. Ja, für das Minispiel circa eine halbe Stunde und dann für den Kampf die andere halbe Stunde. Weitere Informationen werden dann die Spieler zu Beginn des Minispieles erhalten, um dann loslegen zu können. Ich würde mich freuen, wenn ein, zwei Leute sich finden, die da gerne mitmachen wollen. Und bis zum nächsten Mal hier bei den Motto-Kämpfen.